Willkommen zurück zu XCOM 2, weiterhin im Tutorial-Modus. Beziehungsweise die Aliens treten uns im Arsch-Modus, weil ich den Schwierigkeitsgrad so hoch eingestellt habe. Und wir machen jetzt noch weiter, wir haben ja 8 Feinde getötet, das war jetzt die letzte Mission. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Wahrscheinlich wird eine Zwischensequenz. Trefferquote 83%. Ja. Am häufigsten angegriffen. Ja. Am weitesten bewegt, super. Deckungsbonus, naja. Hallo? Ah, jetzt. War noch im Laden. Einige unserer Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit ihnen reden wollen. Ach, da sieht man den nochmal wieder. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er aus dem Spiel raus gewesen wäre, weil er war ja schon im ersten Teil nicht ganz der Jüngste. Und ja, jetzt bei dem, man muss 20 Jahre später das... Bin mal gespannt, ja, wie der Kollege in Leinau aussieht. Ja, komm, befördern wir erstmal hier. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Ernsthaft, ein Revolver. Oh, Truppsicht. Ach, das ist mittlerweile die Standardfähigkeit. Okay, das ist ganz cool. Später wird man halt hier noch wählen können zwischen den einzelnen... Sagt man, was der jetzt hier als erstes die Truppsicht freischaltet, ist ganz in Ordnung. Das ist am anderen Teil etwas, was dann nur schweren Herzens nicht nehmen konnte. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Ja. Granate abfeuern, also wir, früher war es immer ein Raketenwerfer mit unbegrenzter Reichweite, jetzt haben wir einen Granatwerfer. Wir haben zumindest eine höhere Reichweite und mehr Granaten möglich, also hat durchaus seine Vorteile gegenüber dem Raketenwerfer. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Da haben wir einen Energiewandler, das ist ein Energiewandler, den wir für Chefingenieurin Shen, oder Ingenieurin. Okay. Damit sollten wir die volle Leistung der Erwendersysteme wiederherstellen können. Warum stehen Sie alle nur herum? Ja, die haben das mit dem neuen Spielzeug ab. So. Ja, mal auf in die Technikabteilung. Okay, ich habe den Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe werden sie erstaunt, was ich für sie tun kann.
war mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Commander? Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Yep. Alles klar, Commander. Daigen scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Also, wir werden das Medikit brauchen, sofern die Soldaten nicht sofort alle wegsterben. Aber das sehen wir dann, ja. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Ja, schließt das Event offiziell Autopsie-Schattenprojekt ab. Also die Schattenprojekte sind scheinbar, soweit wie ich das bisher gehört habe, so eine Art Hauptmission. Und das sind jetzt unsere, wir müssen jetzt quasi wahrscheinlich das so machen wie beim anderen Teil, dass wir irgendwelche Ziele absolvieren bei normalen Missionen, die uns dann hauptsächlich dann weiterbringen die werden. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich denke mal, das sollte man lesen können in der Aufnahme und ja. So, wir können jetzt Modularwaffen, Hybridmaterialien, mich interessieren da eher die Waffen. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. So. Weil das mit den Waffen war im ersten Teil auch schon keine schlechte Idee und ich denke mal, damit fahren wir auch nicht allzu schnell, wenn wir es hier machen. Mich wundert es gerade so ein bisschen hier die Auflösung von einigen Sachen im Hintergrund. Die Laser und so, alles okay, aber hier diese. Ja. Erst die Mikroskope. Hier dieses Teil, was wahrscheinlich dafür da ist, um irgendwelche Reagenzien durchzuschütteln, sieht auch ein bisschen. Ja, schlecht gerendert aus. Aber das ist das, was man kriegt, wenn man im Endeffekt Sachen, die man hier sieht, da auch nochmal anders rendert, weil die ganzen Teile sind hier auch sichtbar und auch sehr entfernt, ist es kein Problem. Weil jetzt alles da drauf fliegt oder reingeht in den Bereich, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Also mich würde aber immer noch interessieren, ob das jetzt hier Alien-Technologie ist oder von den Menschen, weil einige Sachen sehen wirklich eher aus, als ob das von Menschen gemacht wurde und einige Bereiche könnten auch Alien-Technologie sein. Also es ist wahrscheinlich irgendwie so ein Hybrid oder so. Weil die Rampe und so, der Bereich sieht so ziemlich danach aus, als ob das menschliche Technologie ist, ja, mit den Leitern und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Aliens vielleicht keine Leiter hatten und so, aber naja, es ist auch egal.
Gehen Sie nur nicht zu dicht dran, verstanden? Commander, gut. Ich glaube, wir haben hier etwas. Trotz aller Bemühungen von Advent gibt es da draußen noch immer Menschen, die ihre Lügen nicht glauben. Und sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Wir haben bereits ein Ziel für unseren ersten Einsatz ausgemacht. Sir, von unserer aktuellen Position aus kann der Skyranger das Gebiet nie erreichen. Wer hat was vom Skyranger gesagt? Shan, Statusbericht, sind wir bereit? Kurze Antwort? Ja. Aber Sie sollten sich irgendwo festhalten. Kurs auf Sektor 13. Südafrika. Ja, mit dem Ding fliegen wir jetzt einfach mal so herum. Wir müssen aktiver werden, Commander. Wenn wir Advent bei jeder Gelegenheit angreifen, stärkt dies den globalen Widerstand. Im Gegenzug versorgen sie uns mit Material und Personal für unsere Einsätze. Finde ich ja schon cool, diese Idee, dass man jetzt nicht mehr nur an einem Ort festhängt, aber einfach mal so rumfliegen kann. Mal sehen, ob das dann auf die Dauer noch irgendwelche Sachen hat, also irgendwelche Auswirkungen. Ein neues Ziel für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent. Advent, ein Alien brennt. Leicht. Bin mal gespannt. Dr. Shane Cox ist ein Ingenieur. Kriegen wir ihn dafür. Und wir haben auch dieses nicht mehr, dass wir verschiedene Schauplätze haben und immer nur einen verteidigen können. Das war damals, ich fand es eine relativ interessante Mechanik, allerdings. Hat ein Medikit für uns vorbereitet. Wir sollten einen unserer Soldaten vor dem Einsatz damit ausstatten. Ja. Rekrut, Private, Rekrut. Bearbeiten. Ausrüstung. Gehen wir den mal das Medikit. Kann ich eigentlich hier individualisieren? Ja, muss wahrscheinlich. Das würde ich gerne ausprobieren, das kann ich aber auch offscreen machen. Also jetzt, wie ich dann die Leute reinlädt, die man halt haben will. Ob man es irgendwie systematisch machen kann, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie der Charakter, den ich für mich selber gemacht habe, dann erst keiner am Ende irgendwo reinkommt, wenn überhaupt. Der Trupp ist bereit und wartet auf Ihren Befehl, Commander. Und wir starten den Einsatz. Wir empfangen einen stetigen Datenstrom von einem geheimen Alien-Kommunikationsrelais, das in diesem Gebiet Daten ins Advent-Netzwerk hochlädt. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, um die Fortschritte der Aliens bei ihrer jüngsten Operation zu stören. Wir greifen an, um das Relais zu zerstören, bevor sie die Übertragung abschließen. Alle Feinde müssen ausgeschaltet werden. Ah, und bisher war es auch immer so, dass man hauptsächlich Missionen gemacht hat, wo man einfach nur die Gegner alle töten musste. Haben sie jetzt auch tatsächlich mal richtige Missionsziele. Aber gut, man kann jetzt hier einfach sagen, Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Man kann jetzt auch nicht mal einfach sagen, ja, geht mal in das Gebiet, tötet alle Aliens und so, weil die sind mittlerweile überall, die Viecher. Also, beziehungsweise die Ex-Menschen, um es mal so zu nennen. Bestätigt. So, verborgener Feuerschutz. Ich denke mal, unseren Scharfschützen können wir auch gut hier hinstellen. Also, davon ist das Gebäude, was wir erreichen müssen. Bestätigt. Der ist dann wahrscheinlich sehr gut hier auf dem Dach aufgehoben. Ich sehe den Feind. Oh. Okay.
ist nicht ganz so toll. Und ab geht's. Also ich bin mal gespannt, wie es danach mit dem eigentlichen Ding ist, ob er hier... Rücke zur Zielposition vor. Ob es dann so weitergeht mit dem von wegen, dass wir halt diese ganzen Zwischenschnitte noch haben und so, oder ob das dann eher... Fuck, ist mit diesem Auto los? Ist irgendwas Besonderes, oder... Okay, die Wahnsinn, alle ein bisschen merkwürdig aus, aber diese draufgeklatschten Teile wundern mich hier ein bisschen. Aber gut, wir machen erstmal hier ein bisschen Feuerschutz. Ich hasse diese Viecher, ich hasse diese Viecher, ich hasse diese Viecher. So, was haben wir hier noch? Wir können Pistole abfeuern, Pistolen Feuerschutz geben. Wir können unser Präzisionsgewehr abfeuern und zwar 92%. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal zu ihr. Bitte Feuerschutz. War zu dem Typen. Gleich gesehen, dass das ein Kerl ist. Lange Haare und so. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Und jetzt schießen wir. Vier Schaden ist auch eher so am unteren Ende des Spektrums. Töte es. Am besten mit Feuer. Danke. Ah, sehr gut. Feind neutralisiert. Der hat vielleicht etwas bei sich. Okay, der eine Soldat hat sich da nicht bewegt. Bin schon unterwegs. Es ist jetzt... Ich denke mal, es sollte funktionieren hier. Besser als gedacht sogar. Feind neutralisiert. So, ich denke mal, ihr geht jetzt und mal. Los geht's. Du gehst jetzt mal da runter. Das war eigentlich dumm, weil hier unten der Taufer sein können. Alien-Datenspeicher, okay. Hab es. Gebe einmal Feuerschutz geben. Du da oben. Gibst auch mal Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Mittlerweile feuern die jetzt auch auf alles, was sich so bewegt. Mal gerne das Gebäude ansehen. Wenige Fenster. Ach, die werden wir wieder ein Zeitlimit. Das heißt, müssen wir mal ein bisschen schneller sein. Finde ich nicht unbedingt toll, hier direkt vom Fenster runter zu hüpfen, aber gut. Und Roger. Du gibst Feuerschutz. Also ich will den Sniper eigentlich noch nicht mal großartig bewegen. Ich weiß mal nicht, ob ich den dann hier einfach so alleine dort leider stehen lassen sollte. Oder ob man da lieber noch einen beilässt, aber ich denke mal, wenn er jetzt hier... Ich gebe mir mal Ende der Runde Feuerschutz momentan. Uff, der Typ hier ist ein bisschen im Weg. Den würde ich erst gerne weg haben. Aber eigentlich will ich schon jemanden auf Feuerschutz haben, um ihn dann beschützen zu können. Also, weil das ist doch mal mit dem Sniper. Feuerschutz. Zack. Und. Du bewegst dich da mal. So, du rückst auf zu der Position, wo der Kollege vor war. Deswegen wollte ich ihn da auch weg haben. Mir entgeht nichts. Das heißt, vorher gibt es noch ein bisschen Feuerschutz und. Gehst hier hin. Krieg
komm durch die Mauer! Feind neutralisiert! Ich sehe Edwin-Truppen! Ist das antiklimaktisch? So, du machst erstmal hier die Tür auf. Ziel gesichtet. Kannst du hier einen hier, fang! Granatwurf da reinmachen? Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er hat es geschafft. Und du gehst da mal hier hin. Edwin, Truppen gesichtet. Scheiße, noch so ein Vieh. Sieht aber auch echt widerlich aus. Das ist sogar mal ein möglicher Winkel. Aber wenn sie den eindeutig gegen die Tür geschossen hätte. Du gibst Feuerschutz von da hinten. Überwachung läuft. Und du gehst da hin. Okay. Da hinten bist du ein bisschen nutzlos. Wie, der hat das Heil überstanden. Und so wie der da rumläuft, hat er auch keine Ahnung, was hier so passiert. Bin unter Beschuss. So wie der hier gerade so, ja, umherging. Bitte sag mir nein, 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 nein. Also das mit der Gedankenkontrolle ist echt heftig geworden. Werde beschossen. Verschwinde aus meinem Kopf! Die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ja, ja, ist kein Thema. Ich denke, das schreit nach einer Granate. Wieso kann ich die nicht dahin feuern, wo man alles erwischt? Granate! Naja, vielleicht geht's da doch irgendwie. So, jetzt ist nämlich das eine Alien so ziemlich deckungslos. Nackt sowieso. Und feuerfrei. Feind eliminiert! Da kriegen wir jetzt hoffentlich unseren Kollegen wieder. Der auch gleich feuern kann. Und ah, sehr schön. Feind vernichtet. Der geht wieder in Feuerschuss, auch wenn ich glaube, dass der hier so ein bisschen über ist. Los, zeigt euch. Also zumindest mal die Situation einigermaßen unter Kontrolle. Ich fühle mich nicht so gut. Gehabt. Ja, aber muss ja nicht ausfallen werden, Kollege. So, was können wir sonst noch machen? Der Kollege kann gar nichts machen. Achso, das hat auch einen Lebensbalken. Also soll ich vielleicht langsam mal unter Beschuss nehmen. Sonst kann es sein, dass ich es nachher gar nicht mehr wegkriege. Na gut, wir gehen mal hier rein.
61%, das ist nicht zu schlecht. Aber auch nicht gut genug. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. 60%. Komm hier, dafür, dass du da gerade das Eck beschossen hast, das war ein bisschen Rache und super. Ziel neutralisiert. Hab kaum noch Munition. Okay, du gehst jetzt doch mal nach vorne, das hätte ich früher machen sollen. Das heißt, dass du noch was machen kannst, und zwar auf genau das Teil feuern. Dann sollen wir es im nächsten Zug auch kaputt kriegen. Minus 1,5, das Signal wird schwächer. Sie haben den Transfer fast beendet. Das ist Ihre letzte Chance, das Relais zu zerstören. So, du gehst da mal weg, weil ich weiß nicht, ob das Teil nicht mit dem Knall hochgeht. Von hier aus solltest du es noch abschießen können. Und das machst du auch. Waffe abfeuern. Ja, es war ein kleiner Knall. Minus 1,5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Das ging ja schon mal deutlich besser als die andere Mission. Ja, Durchschnittsschaden pro Angriff 2,44, Trefferquote 100%. Haben wir jedes Mal getroffen. Schussgetötete Feinde pro Runde 0,75. Ja. So, dann war's das jetzt aber auch gleich erstmal. Mit so ein, ich glaube, was war jetzt so eine Mission, wo man sagen kann, die war relativ normal. Dieses Mal haben wir den Aliens wirklich wehgetan, Commander. Das werden sie nicht vergessen. Ja, schwer verwundert, sie bricht ja auch schon fast zusammen. Und mir kriegst du deine Beförderung, dann kannst du auch gehen. Kanonenangriff zur festen Rüstung, das ist nicht schlecht. Eine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzer und die einen zusätzlichen Rüstungspunkt und 66% reduzierten. Wow! Wir werden beides brauchen. Also, das habe ich schon mal gesehen. Rüstung ist hier nicht zu verachten. Aber wenn sie überleben kann, länger ist es auch nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auf längere Zeit das noch spielen werde bei momentan. Also diesen Spielstand hier noch benutzen werde, aber es sieht momentan nicht schlecht aus dafür. Da muss es ja vielleicht gar nicht neu starten. Ja, wir haben jetzt hier einen Spezialisten. Fähigkeit Hilfsprotokoll. Ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen Roboter, einen sogenannten Gremlin. Und ja. Also ich weiß nicht, mit dem man alles anstellen kann. So, jetzt haben wir noch einen weiteren Sniper, was ich nicht unbedingt so toll finde, weil Sniper benutze ich relativ selten. Einer reicht meistens. Also es ist gut, mehrere gleichzeitig zu haben, wenn einer mal ausfällt, aber ich werde mit den meisten Missionen wahrscheinlich immer nur einen mitnehmen. Und da hätte ich jetzt eigentlich lieber gerne noch was anderes gehabt. Jetzt haben wir einen Kern gekriegt, Alien-Datenspeicher, Sektoidenleiche. Uah. Aber wenigstens haben sie einen Grund gegeben, warum die Viecher jetzt so aussehen und nicht wie im ersten Teil. So, Alien-Datenspeicherentschlüsselung, Feindinformationen, da kann er Ressourcen, Teams-Entschlüssel in der Datei verwenden, um sicherzustellen, dass wir alle an die Versorgung. Ja. Da wir nun etwas Hilfe haben, können wir beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Also muss jetzt hier doch. Um diese Räume freizuräumen, müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen.
Also kann ich jetzt einfach sagen, hier freiräumen. Oder halt auch nicht. Ne? Ach so, er muss jetzt darauf klicken, dann sieht darauf. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Hinter verschlossenen Türen. Wir empfangen eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in Ihr Quartier durch. Ja, das würde ich mal sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich habe mal hier sehen, ob ich hier speichern kann. Ja, kann ich. Ja. Kann ich hier auch neue Sachen machen? Achso, hier, da ist neu. Speichern 5, das wären... Total will auf Commander. Vielleicht auch LP dazu schreiben können, aber mal gucken. Dass wir die jetzt benennen können, ist auch ein sehr schöner Vorteil, finde ich. Das war damals immer, vor allem wenn man mehrere Spielstände hatte, sehr schwer zu erkennen, teilweise. Weil halt auf mehreren verschiedenen Speicherständen das gespeichert hat, wegen Fortschritten und so. Aber gut, das war's dann erstmal. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, ja, ob ich jetzt hier so weitermachen soll oder dann doch nochmal neu anfangen. Scheint ja mit dem Tutorial jetzt langsam auch mal zu Ende zu gehen, aber zumindest ist ja auch eine Story noch mit bei, die beim anderen wahrscheinlich so ein bisschen rausfällt. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.